Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Gemeinde, liebe Sternsinger, wir feiern heute das Fest der Erscheinung des Herrn, das Dreikönigsfest. In diesem Gottesdienst wollen wir darum bitten, dass uns das Licht, der Stern von Bethlehem erscheint, auf unserem Weg leuchtet. Und wir wollen unsere Sternsinger aussenden, damit sie dieses Licht und den Frieden von Bethlehem den Menschen in der Stadt verkünden. Bitten wir zu Beginn den Herrn um Vergebung unserer Fehler und Sünden. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Herr, sei mit euch. Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie antworteten ihn, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben bei den Propheten, du, Bethlehem, im Gebiet von Juda, bist keineswegs die
unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und forscht sorgfältig nach dem Kind, und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Doch blieb er stehen, und als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gabe dar. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Die Gemeinde, wenn Sie sich bitte setzen. Die Reihenfolge ist heute.
Liebe Gemeinde, dass wir uns jetzt noch einen Moment auf den Sinn dieses Festes, Erscheinung des Herrn, besinnen. Was ist eigentlich das theologische Herzstück von diesem Fest? Warum wird es am 6. Januar gefeiert? Und warum ist es ursprünglich in der alten Kirche mit dem Fest der Taufe Jesu verbunden? Ich glaube, es gibt im ganzen Neuen Testament keine Erzählung, die so sehr umgedeutet, ergänzt, neu modifiziert worden ist, wie diese Erzählung von den Magoi, den Magiern, die aus dem Osten nach Bethlehem kommen. Ich komme aus der Nähe von Köln und Sie wissen ja, dass ich Köln rühmt, die Gebeine dieser Könige im Dom zu beherbergen. Wichtig ist, diese Erzählung steht nur bei dem Evangelisten Matthäus. Und wie der Evangelist Lukas, weiß der Evangelist Matthäus, dass alle Verheißungen und Prophezeiungen Israels in Jesus von Nazareth, dem Sohne Gottes, erfüllt sind. Also das Schema Verheißung und Erfüllung. Und dann geht der Evangelist in das Alte Testament, er sammelt Zitate, Stellen, die über diesen Messias etwas sagen und zeigt in Erzählungen, in erzählerischen Verbindungen, dass sie in Jesus von Nazareth alle erfüllt sind. Die erste Lesung heute ist aus dem Propheten Jesaja und da ist beschrieben, wie die Könige nach Jerusalem, der Stadt des Lichtes, hinaufpilgern, ihre Gaben darbringen, also zu dem Ort der wahren Anbetung des Herrn und dort ihre Gaben und ihr Leben Gott darbringen. Die ganze Erzählung ist eine, wenn Sie so wollen, eine Sammlung von Zitaten, die auf Jesus hin gedeutet werden. Der Apostel Paulus in der zweiten Lesung aus dem Brief an die Epheser betont, dass diese Magoi aus dem Osten kommen. Luther übersetzt dieses Wort mit Morgenland. Das ist die Türkei Richtung, also Iran. Dort wohnen die Sassaniden. Dort wohnen die Heiden, die Nichtjuden. Bei Lukas wird das Evangelium schon den Hirten in Bethlehem verkündet. Jetzt hier bei Matthäus geht das Licht des Evangeliums auch bei den Heiden auf. Der Stern, also wir müssten ja lange darüber reden, was in der Antike Sterne, Träume und so weiter bedeuteten. Der Stern markiert die neue Epoche, die mit der Geburt des Sohnes Gottes aufgeht. Es ist die Epochenwende. Und darum ist das Fest am 6. Januar, das ist ein altes ägyptisches Fest. Am 6. Januar wurde zu Beginn des neuen Jahres das Fest des Äon. Äon ist eine neue Epoche gefeiert. Die Kirche hat sich die ersten 300 Jahre für die drei Könige überhaupt nicht interessiert. Das beginnt nach Kaiser Konstantin, als das Christentum Staatsreligion macht, die Kirche sich organisiert und versucht, alle heidnischen Feste, die alle an den wichtigsten Kalenderdaten liegen, zu taufen. Also wird dieses extrem wichtige Fest
der Äonenwende, wird getauft, indem auf diesem Tag am 6. Januar das Fest der Erscheinung des Herrn gelegt wird, eine neue Epoche. Das heißt, der Sinn des Festes geht auch heute noch uns direkt etwas an, ob wir uns bekehren, ob wir uns aus unseren normalerweise ziemlich dunklen Betätigungen, Werthaltungen bekehren, abwenden zu diesem Evangelium des Jesus von Nazareth. Sie wissen, dass gerade bei Matthäus schon die Geburt Jesu im Zeichen der Umkehr von Machtverhältnissen steht. Matthäus weiß das natürlich. Der Tempel ist, als das Evangelium des Matthäus geschrieben wird, längst zerstört. Das Volk Israel ist zerstreut in alle Länder des Erdkreises. Und Matthäus will sagen, diese Herrschaft, unsere normale weltliche, politische Herrschaft, ist nicht die Herrschaft Gottes. Die Herrschaft Gottes ist dieses in Armut geborene Kind, auf Golgatha gekreuzigte, der gekreuzigte Sohn Gottes, der allmächtige Gott, der sie entäußert, um bei uns sündigen Menschen zu sein. Die Zeitenwende, die immer neu stattfinden muss. Also nicht, das hat vor 2000 Jahren einmal stattgefunden und heute ist das kein Problem mehr. Es ist das Problem für uns heute, ob wir uns am Evangelium, an der Botschaft Jesu bekehren und wirklich einen neuen Herrn suchen. Also gerade heute an diesem Fest stellen wir uns die Frage, wer ist der Herr meines Lebens? Wer ist mein Herr und mein Gott? Wem bringe ich Gold, Weihrauch und Myrrhe dar? Wir haben viele Herren. Also, wir sind umlagert von Göttern. Wir sind umlagert von Göttern, die gerne uns als ihre Untertanen, ihre Diener, ihre Sklaven hätten. Davon erzählt diese Geschichte auch. Die Geburt des Herrn ist eine Zeitenwende und gleich mit Beginn dieser Geburt beginnt Verfolgung, Martyrium. Der Engel gebietet dann Josef im Traum, nicht nach Herodes zurückzukehren, weil diese Schlange natürlich genau weiß, was sie mit dem Kind machen wird. Und Matthäus hat schon das Martyrium von Christen mit eigenen Augen erlebt. Am Fest der Erscheinung, das ganze Leben des Jesus von Nazareth, seine Taufe im Jordan, seine Art und Weise, wie er mit den Menschen umgeht, wirklich Umgang pflegt, sich auf die Menschen einlässt, mit ihnen bei Tisch sitzt, zeigt eine ganz andere Art von Herrschaft. Also geradezu, ich glaube, das muss man so sagen, Gott will nicht herrschen. Er will nicht der Herr sein, obwohl er der Herr ist. Er setzt sich mit uns an den Tisch. Er macht sich uns Sündern gleich. Das ist die frohe Botschaft, die allen Menschen verkündet wird. Das Merkwürdige an dieser Geschichte ist ja auch, dass hier die Heiden schon zum Berg Zion kommen. Entsprechend der Prophezeiung des Propheten Jesaja,
Der eigentliche Weg ist der umgekehrte. Das Evangelium muss zu den Menschen gehen. Wir müssen es den Menschen verkünden, die sich dann hoffentlich besinnen und umkehren. Liebe Gemeinde, ich glaube, dass wir das spüren können, wenn wir uns darauf einlassen. Was diese Kinder machen und wovon sie singen, was sie gerne hätten, wie wir ein Jahr verbringen sollen. Das ist genau richtig. Als sie den Stern sahen, wurden sie von großer Freude erfüllt. Jeder von uns hat in seinem Herzen diese Augen, die fähig sind, etwas zu sehen, worüber wir uns freuen. Wirklich freuen. Und es gibt ja verschiedene Freuden, also auch Schadenfreude, Freude über die ganz falschen Dinge. Aber die Goldwaage in uns, die abwägen kann, was ist wirklich etwas, worüber ich mich freue und wo sind immer, also ein bitterer Beigeschmack, doch mehr Trauer, Abscheu, Ekel, Beigewicht. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Und dann sehen sie ein Kind. Feste Erscheinung. Die Erzählungen der Heiligen Schrift haben das in sich, weil die im Kern natürlich genau stimmen. Sie sind vom ganzen Evangelium her komponiert. Sie sagen, das Kind, Maria, seine Mutter, und dann huldigen sie. Überlegen Sie sich mal, ob Sie hier auf den Gedanken gekommen sind, einem Kind zu huldigen. Dann geht das in die richtige Richtung. Beten wir darum, dass wir diesem Licht begegnen und versuchen, es ist immer nur ein Versuch, diesem Licht zu folgen.
Thank you.
heutige Kollekte geht also an die Sternsinger-Aktion für das Kinderheim Fucino Solo. Segensaufkleber liegen hinten aus, nehmen Sie sie bitte gerne mit nach Hause. Am kommenden Sonntag feiern wir eine heilige Messe mit Taufe. Und heute im Anschluss an Kaffee und Kuchen bitten wir Helfer, die noch etwas Zeit haben, wieder den Weihnachtsbaum und die Krippe abzubauen. Einen schönen Sonntag. Thank you.